Schön, euch zu sehen. It's nice to see you. Schön, dass ihr es hierher geschafft habt. And we're glad that you made it here. Es gibt keine Ansagen, wie ihr wisst. Alles ist online auf der Calvary Chapel Website. We don't have any announcements today and everything's on our website online. Was passieren wird, was nicht passieren wird. What is going to happen and what is not going to happen. Ja, der Robin predigt ja durch die Bergpredigt und der Ron durch das Markus-Evangelium. Robin is teaching through the Sermon on the Mount right now and Ron is preaching through Mark. Und ich habe gerade ein bisschen Freiheiten und spring mal hier und mal da. And I do have some freedom now and I'm just jumping everywhere, wherever I want. Bevor der Herr dann vielleicht irgendwann sagt, das sollst du jetzt, das Buch, bitte. Until the Lord says, do this book. Ja, lass uns gemeinsam aufstehen, wir wollen beten, bevor wir... Let's stand up together and pray. Ja, wir danken dir für dein Wort. Lord, we thank you for your word. Wir danken dir, dass es uns Ermutigung ist. We thank you that it's encouraging for us. Aber auch Ermahnung. And also exhortation. Und Wegweisung. And guidance. Rede durch deinen Geist zu uns. Speak through your spirit to us. Amen. 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 Wir wollen eine ganz bekannte Stelle aufschlagen, Philipper 4, Vers 4 bis 9. Wir fangen Vers 4 an. We want to look at a very popular part of scripture today, Philippians 4, verse 4, and that's where we're going to start. Paulus schreibt dir was sehr Herausforderndes. Paul is writing something really challenging. Und er kennt diese Verse. And you know these verses. Wir fangen mit Vers 4 an. We're starting in verse 4. Ich benutze übrigens die neue Genfer Übersetzung, die ist einfach hier sehr schön und sehr passend. And well, in English it'll be New King James. Und es steht, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Das ist ein verrückter Satz. It's a pretty crazy statement. Freu dich, egal was passiert. Be joyful, rejoice whatever happens. Paulus ist hier nicht, er macht hier kein leeres Gerede. And Paul isn't just blabbering on and on. Paulus, als er diesen Brief schreibt, ist selber im Gefängnis. These are not empty words for him. He's in prison right now, writing this. Und die Gefängnisse waren nicht wie heute teilweise mit Fitnessstudio und Fernseher ausgestattet, sondern das waren richtige Löcher. And prison back then wasn't like prison is today with maybe a gym or even TV. It was just a dirty hole. Paulus hat gelitten in diesem Gefängnis. And Paul suffered in prison. Paulus hat so oft für das Evangelium gelitten. He suffered quite often for the gospel. Er wurde mehrfach geschlagen, gesteinigt, mehrfach ins Gefängnis geworfen. He was beaten, he was stoned and he was put in prison quite a few times for the gospel. Er wurde aus dem Hohen Rat rausgeschmissen. He was thrown out of the Sanhedrin for preaching the gospel. Er wurde aus seiner Familie rausgeschmissen, weil er nun Christ ist. He was excluded from his family because he was a Christian. Er weiß, was es heißt, in schweren Zeiten zu stecken. He knows what it's like to be in difficult times. Er leidet. He's suffering. Und doch sagt er, freut euch, was auch immer geschieht. And yet he's saying, rejoice, whatever happens. Wisst ihr, wenn wir diese Verse lesen und es uns auch gut geht, dann haben die keine große Bedeutung für uns. And when we read these verses and everything is fine, it's not really that important to us. Aber wenn uns, ja, schwere Zeiten treffen, dann sind diese Verse nochmal, reden sie ganz anders zu uns. But when difficult times hit, these verses mean something totally different to us. Und ich möchte euch persönlich hineinnehmen, was uns als Familie passiert ist vor zwei Wochen. So I want to take you into something personal that happened to our family 2 weeks ago. Vor zwei Wochen ist von Sonntag, die Nacht von Sonntag auf Montag, Doros Papa, mein Schwiegerpapa, verstorben, ganz plötzlich. 2 weeks ago, very suddenly, my father-in-law died through the night from Sunday on Monday. Er hat vermutlich einen Herzstillstand während seines Schlafes erlebt und ist nicht mehr aufgewacht. Most likely his heart just stopped beating while he was asleep and he didn't wake up again. Und das war für uns als Familie ein Schock. And that was a shock for us as a family. Das kam total überraschend. It was very sudden. Und es ist so komisch, wenn Trauer auf einmal so plötzlich in ein Haus einzieht. And it's just weird when sorrow and sadness just enters a house just like that. Weinen.
crying. Ungläubigkeit über das, was passiert ist. Just couldn't believe what happened. Dann fängt man wieder an, ein bisschen zu reden. And then you start talking again a little bit. Und dann weint man wieder. Then there's crying again. Und diese emotionale Achterbahnfahrt die ganze Zeit. And just this emotional roller coaster on and on. Freude. Joy. So in der Situation. In this time, in this situation. Schwer vorstellbar. Just hard to imagine. Mein Schwiegerpapa, er hat 30 Jahre lang in Ägypten gedient und er ist beim Herrn, das wissen wir. My father-in-law served in Egypt for 30 years and he's with the Lord now, we know that. Wir freuen uns darüber, ihn eines Tages wiederzusehen. And we rejoice and are happy that we can, we will see him one day again. Ihm geht es gut. And he's in a good place. Aber für uns, die zurückgeblieben sind, but for us who were left behind, kommt doch dieser Schmerz immer wieder. This pain comes again and again back. Wie freuen in jeder Situation, wie Paulus das hier schreibt. How are we supposed to rejoice in every situation as Paul writes here? Hier steht es in Vers 4 schon der erste Punkt, warum wir uns freuen können auch in schweren Zeiten. And here in verse 4 we see his first point, his first answer, how we can rejoice in hard times. Die Neue Genfer schreibt es schön aus, in den anderen Bibeln Übersetzung ist es eher im Kontext, aber es ist diese Bedeutung, die wir gleich lesen. The German translation is more specific in that, but from the other translations we get it in the context. Und hier schreibt, ich lese es nochmal vor, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und nochmals sage ich euch, freut euch. And the German translation says that rejoice that you are connected to the Lord. Warum können wir uns freuen in schweren Zeiten? Why can we rejoice in difficult times? Weil wir mit Jesus verbunden sind. Because we are connected to Jesus. Wir sind mit unserem Herrn verbunden. We are connected to our Lord. Der uns so sehr liebt. The one who loves us so much. Der unsere Sünde wegnimmt. Who takes away our sin. Der uns neues Leben schenkt. Who gives us new life. Der unser Bräutigam ist. Who is our groom. Unser Freund. Our friend. Unser Herr. Our Lord. Unser Tröster. Our comforter. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. He is the way, the truth and the life. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben, wir sind mit ihm verbunden, wir haben allen Grund uns zu freuen. He is the wine and we are connected to him and we have all reason to rejoice. Warum? Weil er so herrlich ist. Why? Because he's so great, he's so good. Weil er so schön ist. Because he's so beautiful. Wir müssen in schweren Zeiten vor allem eines tun. In difficult times we need to do especially one thing. Auf Jesus schauen. To look on Jesus. Auf unseren Geliebten schauen. To look on our loved one. Denn egal in was für einen dunklen Ort du sinkst. Because it doesn't matter how deep or how dark the place is that you go to. Jesus ist mit dir verbunden. Er ist dort. Er ist bei dir. Jesus is there with you. He's connected to you. Ob du im Gefängnis sitzt. Even if you're in prison. Ob du in Trauer bist. If you're in sorrow. Ob du im Streit bist. If you're in anger, in dispute. Jesus ist da. Jesus is there. Und wisst ihr, Hiob hat einmal geschrieben, ich schaue aus dem Staub hinauf zu dir her. And Job wrote that he said that I look up from the ashes to you, Lord. Ja, wir können uns freuen. Yes, we can rejoice. Weil wir uns Jesus anschauen. Because we look at Jesus. Und sehen, was wir in ihm haben. And see what we have in him. So können wir Freude haben. That's how we can have joy. Im nächsten Vers gibt er uns einen weiteren Punkt, der Paulus. And Paul gives us the next point in the next verse. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, das Kommen des Herrn bevorsteht. Wir sollen freundlich zu allen Menschen sein, selbst in schweren Zeiten, wenn es uns nicht gut geht. We're supposed to be kind to all people, even in difficult times when we're not feeling well. Wie können wir das? How can we do that? Indem wir uns bewusst machen, dass Jesus wiederkommt. By remembering that Jesus will come back. Hey, Jesus kommt wieder. Hey, Jesus is coming back. Wisst ihr, dass wir einfach nur auf dem Weg nach Hause sind? Do you know that we are just on our way home? Diese Welt mit all ihrem Schmerz und Hass und Leid und Tod ist nicht unser Zuhause. This world with all its pain, death and sorrow is not our home. Unser Zuhause ist der Himmel. Heaven is our home. Und das kann uns Freude geben, auch in schweren Zeiten. And even in difficult times, that can give us joy. Weil wir sagen, egal, was uns hier passiert, ich habe eine Hoffnung, und das ist, bei meinem Herrn zu sein. Und dort steht in der Offenbarung, er wird alle Tränen abwischen.
Because we can say that whatever is happening in this world, we will be with the Lord. And in Revelation, it says that he will wipe away all tears. Freu dich, der himmlische Vater wartet auf dich. Rejoice, the heavenly Father is waiting for you. Freu dich, denn du bist nur ein Fremder in dieser Welt. Es ist egal, was hier letztlich passiert. Alles, was zählt ist, wartet noch auf uns. Rejoice, because you're a foreigner to this world and it doesn't really matter what happens down here. We can look to heaven. Johannes schreibt das am Ende der Offenbarung. And John is saying that at the end of Revelation. Er hat diese verrückte Offenbarung, wo alles irgendwie total chaotisch ist. He has this crazy revelation where everything is totally chaotic. Aber dann am Ende stellt Gott alles wieder her. But in the end, God just puts everything back together. Und Johannes schreibt in seinen letzten Versen. And in his last couple of verses, John writes. Komm, Herr Jesus, komm bald. Come, Jesus, come soon. Wenn wir in schweren Zeiten sind, wie können wir Freude haben? When we are in difficult times, how can we rejoice? Nehmen wir uns bewusst machen, dass dieses Leid hier auf der Erde ein Ende haben wird. By reminding ourselves that the pain in this world will have an end. Und dass das Zuhause, das echte Zuhause auf uns wartet. That our real home is waiting for us. Lass uns weiterlesen im Vers 6. Wie können wir Freude haben in unserem Leben in schweren Zeiten? Let's continue in verse 6. How can we have joy in difficult times? Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Wir können uns freuen, weil wir dürfen alles Gott hinwerfen. We can rejoice because we can throw everything at God. Wir können unsere Lasten ihm abgeben. We can give our burdens to him. Unsere Trauer, unseren Zorn, wir dürfen einfach zu ihm schreien. Our sorrow, our anger, we can just shout it out. Ihr wisst, wie oft es gut ist, wenn man einen guten Freund oder Familie hat, mit dem man reden kann. You know how good it feels to have a close friend that you can talk with. Und du darfst Gott alles rausschreien. Du darfst deine Bitten und Anliegen vor ihm bringen. And you can bring all of your questions to him. Und hier steht flehen. Wir dürfen flehen. And it says supplication. Wisst ihr, es gibt immer diesen komisch christlichen Satz: Frag nicht, warum dir das passiert, frag wozu. And there's this weird Christian phrase that you're not supposed to ask why, but for what? Aber das stimmt überhaupt nicht. That's false. That's not true. Wenn ihr mal die Psalmen lest, die Psalmisten fragen die ganze Zeit: Warum, Herr, hast du mich verlassen? Warum, Herr, schlägst du mich? In the Psalms, we read that the writers say, God, why are you beating me? Why am I experiencing this? Wir dürfen warum fragen. We are allowed to ask why. Wir dürfen unsere Herzen ganz vor ihm ausschütten. We are allowed to just pour out our hearts in front of him. Wir müssen nicht irgendwie Heilige sein, irgendwas vorspielen. Wir dürfen einfach, und das ist die Freude, alles ihm sagen, alle unsere Sorgen. We do not have to act holy or anything. We can just say everything and anything to him. Eine Freude, wir haben jemanden, der immer uns zuhört. What a joy, we have someone who is always listening. Und dann ist hier noch eine sehr wichtige Sache im zweiten Teil von Vers 6. Then there is also a different, an important part in the second part of verse 6. Und voll Dankbarkeit bringen wir Gott unsere Anliegen. With thanksgiving, let your requests be known to God. Dankbarkeit ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Thankfulness, thanksgiving is very important. Wenn Gott etwas am Volk Israel auszusetzen hatte, war es, dass sie nicht Danke gesagt haben. The problem God had with the people of Israel was that they did not say thank you. They were not thankful. Meine Schwiegermama. My mother-in-law. Sie hat ihren Mann verloren. She just lost her husband. 35 Jahre lang verheiratet und sie waren wie eine Einheit. They were married for 35 years and they were a unity. Und am Tag der Beerdigung, das war der Tag, an dem er auch gestorben ist. And the day of the funeral, which was also the day that he died. Wir haben mit ihr gezoomt und sie hat gesagt, Gott, mach keine Fehler. We saw her on Zoom and she said, God does not make mistakes. Gott macht keine Fehler. He does not make mistakes. Und an der Beerdigung ist sie aufgestanden und hat Zeugnis gegeben. And at the funeral she got up and she gave testimony. Und es gab kein Wort der Bitterkeit oder der Anklage gegenüber Gott. And there were no bitter words or accusing words towards God. Sondern da war Dankbarkeit. But words full of thankfulness. Dankbarkeit, dass Gott
ihr diesen Mann so lang geschenkt hat. Thankfulness for having spent that much time with her husband. Dass sie diese Dinge mit ihm erleben durfte. That she was able to experience all these things. Dankbarkeit für Freunde, für Familie, die jetzt da ist. Thankfulness for friends and for family that are there with her. Dankbarkeit, dass Gottes Liebe triumphiert. Thankfulness that God's love is triumphant. Wisst ihr, wenn wir dankbar sind, you know, when we are thankful, dann treiben wir damit Trauer und Wut aus unseren Herzen raus. That's how we push sorrow and anger out of our hearts. Und laden Freude ein. And invite joy into our hearts. Fang an, darüber nachzudenken, für was du dankbar sein kannst. Start to think about what you can be thankful for. Für deine Familie, die du noch hast, für jeden einzelnen von ihnen. For every single member of your family that you still have. Frau, Mann, Kinder, Eltern, Verwandte, Freunde, sei dankbar dafür. Wife, husband, children, parents, just be thankful for everyone. Sei dankbar für deinen Körper und das, was bei dir noch gut funktioniert. Be thankful for your body and the parts that still work pretty good. Sei dankbar für das Essen, für das Trinken, für das Dach, für das du über den Kopf hast. Be thankful for food and for the roof on your head. Und sei natürlich dankbar für Jesus und für sein Wort, das uns durchträgt. And be thankful for Jesus and his word which is carrying us through. Sei dankbar für deinen großen Gott. Be thankful for your great God. Und wenn wir Dankbarkeit in unserem Herzen haben, zieht Freude ein. And when we do have thankfulness in our hearts, then also joy enters. Weil wir sagen, Herr, du bist so gut. Because we say, God, you are so good. Und die Trauer und der Zorn müssen fliehen. And the sorrow and the anger, they have to flee. Und wenn wir diese Freude in unserem Herzen haben, dann passiert Folgendes in Vers 7. And when we have this joy in our hearts, then the following happens, verse 7. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wenn wir Freude in unserem Herzen haben, auch in schweren Zeiten, dann kommt der Friede in uns hinein. When we do have joy in our hearts, even in difficult times, that's when the peace of God enters in as well. Herr, mir geht's nicht gut. Lord, I'm not doing well. Aber ich freue mich, dass du hier bei mir bist. Ich bin mit dir verbunden. But I'm rejoicing that you are here with me. I'm connected to you. Ich freue mich, dass der Himmel auf mich wartet. Das ist mein Zuhause. Kein Leid wird mehr dort sein. I'm rejoicing that heaven is waiting for me, where no more pain will be. Ich freue mich, dass ich dir einfach alles sagen kann. I'm rejoicing that I can tell you anything and everything. Und Herr, ich freue mich daran, weil du mich mit so vielen guten Dingen beschenkst. Und ich möchte das sehen, auch in schweren Zeiten. And Lord, I'm thankful and I'm rejoicing that you are giving me all these good things. Even in difficult times, I want to see that. Und wenn diese Freude Platz nimmt, dann zieht der Friede ein. When this joy enters in, peace comes as well. Dieser Friede, der unsere Gedanken bewahrt und unser Innerstes bewahrt, this peace that keeps our mind and our thoughts. Der uns hilft auch durch die schweren Zeiten hindurch. That even helps us through difficult times. Nun, eigentlich würde ich noch Verse 8 und 9 machen, aber ich habe schon in der letzten Predigt gemerkt, das packe ich nicht von der Zeit her. I actually wanted to do verses 8 and 9 as well, but I'm not going to make it time-wise. Sie wären eine super Überleitung gewesen zum zweiten Teil der Predigt. They would have been a great introduction for the second part of the sermon. Jetzt hört ihr einfach zwei Predigtteile, okay? So now you're just going to listen to a two-part sermon. Schlagt mit mir auch 2. Timotheus 4, Vers 1, ein weiteres Thema. Please open up with me 2 Timothy chapter 4, verse 1. Was sollen wir als Christen tun? Woranach sollen wir uns ausrichten? What are we supposed to do as Christians? What are we supposed to focus on? Als Paulus diesen Brief schreibt, schreibt er ihn an Timotheus, seinen, ja, soll man sagen, Jünger. When Paul writes this letter, he writes it to his disciple, you might want to say Timothy. Ein junger Mann, der für den Herrn brennt. A young man who is just on fire for the Lord. Auch hier ist Paulus wieder im Gefängnis. And while he's writing this, he's in prison as well. Aber dieses Mal weiß Paulus, wird er nicht mehr rauskommen. But this time Paul knows that he's not going to make it out again. Das ist der letzte Brief, den Paulus schreibt. This is the last letter that Paul writes. Es ist wahrscheinlich nur Tage vor seiner Enthauptung. And it's most likely that this letter was written just a few days before he was beheaded. Das lesen wir später in den Versen ganz deutlich raus, dass Paulus weiß, seine Zeit ist um. We are going to read very specifically that Paul knows
that his time is over. Und wenn ein Mensch in seinen letzten Tagen lebt und es weiß, and when a man is in his last few days and he knows it, dann will er nochmal das Wichtigste weitergeben. Then he wants to pass on what's most important to him. Und Paulus will ganz wichtige Dinge an Timotheus und an uns heute weitergeben. And Paul wants to pass on very important things to Timothy and to us today. Was ist das Wichtigste als Christ? Was ist das Wichtigste zu tun? What is the most important thing to do as a Christian? Und ich glaube, mein Schwiegerpapa würde dasselbe sagen, wenn er könnte. And I think my father-in-law would say the same thing if he could. Und jeder Mann und Frau Gottes würde diese Worte sprechen als ihre letzten Worte. And every woman and man of God would speak these words as their last words. 2. Timotheus 4, Verse 1 und 2. 2. Timothy chapter 4, verses 1 and 2. Ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft. Verkündige die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Was ist das Wichtigste für einen Christen? What is the most important thing for a Christian? Was ist das Letzte, was Paulus uns mitgeben will? What is the last thing that Paul wants to pass on to us? Ich bitte euch. I beg you. Ich bitte euch eindringlich. I beg you. Verkündige das Evangelium. Verkündige die Botschaft Gottes. Schweig nicht. Preach the gospel. Preach God's message. Do not stay silent. Ob es anscheinend passend ist oder nicht, predige es, sag es, verkündige es. If it's appropriate or not, just preach it, do it. Das ist das Wichtigste für uns Christen, deswegen sind wir noch hier. That's the most important thing for us as Christians, that's why we are still here. Deswegen sind wir noch nicht beim Vater. That's why we are not with the Father right now. Wir sind hier, um das Evangelium zu verkündigen. We are still here to preach the gospel. Nun, was ist denn die Botschaft Gottes? Well, what is the message of God then? Wir sollen die Liebe Gottes predigen. We are supposed to preach God's love. Dass Gott uns geliebt hat, als wir noch in unseren Sünden waren. That God loved us already when we were still in our sins. Dass Gott diese Welt so sehr liebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. That God loved this world so much that he sent his son. Dass Gott die Liebe selbst ist. That God is love. Wir sollen den Glauben predigen. We are supposed to preach faith. Dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dass uns vergeben ist, dass der Weg zum Himmel frei ist. That Jesus died and rose again, that the way, the path through heaven to heaven is set. Wir sollen die Hoffnung predigen. We are supposed to preach the hope. Da Jesus auferstanden ist, werden wir auferstehen. Wir werden den Himmel erben. Wir haben Hoffnung. Since Jesus rose again, we will rise again. We have hope. We will inherit heaven. Wo du stehst und gehst. Wherever you walk. Predige Liebe, Glaube, Hoffnung. Preach love and faith and hope. Er sagt uns dann auch hier kurz, was man tun soll, ne? Ermutigen, ermahnen, zurechtweisen und so weiter und so fort. He does also list a few things that we are supposed to do, as convince, rebuke, exhort. Ich will da nicht zu sehr reingehen, aber in eine andere Sache, die er noch erwähnt. But I want to go into something different, more deeply. Er sagt, und lass es an der nötigen Geduld nicht fehlen. And he says that we are supposed to do it with all long suffering or patience. Wir brauchen viel Geduld, das Evangelium zu verkündigen und den Dienst des Herrn zu tun. We do need a lot of patience to preach the gospel and serve sehr the Lord. Sehr viel Geduld. A lot of patience. Und warum, das lesen wir in den nächsten Versen. Verse 3 bis 5. And in verses 3 through 5 we're gonna read why. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen sprechen und ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden. Erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Wir brauchen so viel Geduld, weil wir in einer gottlosen Welt leben. We need so much patience because we live in such a godless world. Die Menschheit will das Wort Gottes nicht hören. The people of this world just do not want to hear God's word. Ist aber egal, wir verkündigen es trotzdem. It doesn't matter, we're still going to preach it.
Wisst ihr, in unserer Welt heute werden Dinge, die gut sind, auf einmal als böse bezeichnet und Dinge, die böse sind, als gut. You know how things in this world that are good are described as evil and evil things are described as good, right? Ich könnte dir Beispiele geben, aber dann würde ich vielleicht so politisch werden und das würde einige stören. And I could give a few examples, but I might get too political and I might, you know, offend somebody. Aber ihr wisst das, ihr müsst nur in den Fernseher reinschauen. But we know that, you just have to turn on the news. Wir brauchen ganz viel Geduld. We need a lot of patience. Aber wie sollen wir auf diese gottlose Welt reagieren? Gerade bei uns im Westen, wir haben einen unfassbaren moralischen und ethischen Verfall. But how are we supposed to react to this godless world, especially in the Western world? Sollen wir uns jetzt alle zurückziehen, nur für uns, der kleine christliche Haufen sein und wir sagen keinen Mucks mehr? We're all moralists just being thrown out of the window. Are we just supposed to hide and just be for ourselves and live our faith to ourselves? Einigeln, Stacheln nach außen, kommt uns nicht zu nah. Kind of just be like a hedgehog, just, you know, cuddle up and just get your, or be ready to sting. Oder total hysterisch, oh, was sollen wir nur tun? Alles ist so schrecklich, ja, alles geht den Bach runter. Don't let anybody get close to you or just be way too hysterical and just, ah, this world is so crazy, everybody is going, everything is just going south. Oder mit Demonstrationsschildern auf die Straße gehen. Or just protest in the streets. Paulus sagt, wie man darauf reagieren soll. Er sagt es zu Timotheus. And Paul tells Timothy here how to react to that. Vers 5. In verse 5. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. He says, you be watchful in all things. Wir als Christen sollen die Ruhe bewahren. We're supposed to stay calm as Christians. Wenn die Welt verrückt wird, wir bewahren Ruhe, weil wir in dem Herrn sind. Even if this world turns crazy, we are going to stay calm because we are in the Lord. Uns überrascht das nicht, weil das die Bibel sowieso sagt, dass das so ist und passieren wird. It's not surprising to us because the Bible has already told us so. Wir sind ruhig, weil wir im Herrn gegründet sind. We're calm because we are deeply rooted in the Lord. Und dann sagt er einen wichtigen Satz, sei bereit zu leiden, schreibt der Paulus. And then he says something very important. He says, endure afflictions. Das wollen wir heute als Christen im Westen nicht mehr hören. And that's what we do not want to hear as Christians in the Western world today. Leid gehört zum Christentum und zum Christen dazu. Suffering is part of the Christian life and of Christianity. Nimm es an. Accept that. Paulus hat gelitten, Timotheus hat gelitten. Paul suffered, Timothy suffered. Das gehört dazu, das sollte dich nicht überraschen. That's part of it, it should not surprise you. Und dann steht hier wieder diese ganz dringende Bitte. Erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Sei treu, diene, rede das Evangelium, schweig nicht. Paul is urging Timothy, preach the gospel, preach it, do not stay silent. Und das sagt er uns heute. And he's still telling us that today. Sei treu in der Verkündigung, rede, gib Zeugnis. Be faithful in preaching the gospel and give testimony. Und dann diese unfassbaren schönen Verse von Paulus, Verse 6 bis 8. And these very beautiful verses, verses 6 through 8. Wisst ihr, dieser Mann wird oft falsch verstanden. And I think that Paul is misunderstood quite a few times. Ich denke, Paulus war einer der liebevollsten Menschen, die je auf dieser Erde gewandelt sind. I think Paul was one of the kindest men to ever walk the earth. Er hat sich für die Gemeinde geopfert, er hat sich um sie gesorgt, er hat sie besucht, er hat ihnen geschrieben. Er hat alles für sie getan. He sacrificed himself for the church. He wrote to them, he visited them, he traveled a lot, he did everything for them. Und hier ist sein Zeugnis über sein Leben. And this is his testimony, his testimony of his life. Denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tage geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Paulus hat alles für den Herrn gegeben. Paul gave everything for the Lord. Mein Schwiegerpapa hat alles für Jesus gegeben. My father-in-law gave everything for Jesus. 30 Jahre Dienst in Ägypten. 30 years of ministry in Egypt. Sein Wunsch war es, ihnen zu sterben, nicht eine Sekunde zu verschwenden. And he always wanted to serve until his dying breath. Und das hat er getan. And that's what he did. Und diese Männer und Frauen Gottes sind uns ein Vorbild.
And these men and women of God are an example to us. Dass wir unser Leben ausgießen auf den Altar Gottes. So that we may pour out our life onto the altar of God. Paulus, Timotheus, mein Schwiegerpapa, viele andere, sie haben den Lauf vollendet, sie haben den Kampf gekämpft, mit bis zum Schluss. Paul, Timothy, my father-in-law and many more, they finished the race and they fought the good fight until the end. Aber wisst ihr was? But you know what? Wir laufen noch. We are still running. Wir sind noch hier. We're still here. Wir haben noch die Fackel des Evangeliums und tragen sie in diese dunkle Welt hinein. We are still carrying the torch of the gospel into this dark world. Wir haben noch diesen Auftrag zu verkündigen. We still have the task to proclaim the gospel. Unser Rennen ist noch nicht vorbei. Our race is not over yet. Und wir kämpfen noch. And we are still fighting. Wir haben das Schwert des Geistes in der Hand. We do have the sword of the Holy Spirit in our hand. Wir haben den Schild des Glaubens noch in der Hand. We do have the shield of faith in our hand. Wir haben noch den Helm des Heils, Heils noch auf. We do have the breastplate of righteousness on us and are wearing the helmet of faith. Wir haben die Schuhe zur Verkündigung des Evangeliums an und den Gürtel der Wahrheit. And we are wearing the shoes to proclaim the gospel and we are wearing the belt of truth. Wir sind noch hier, wir haben noch die volle Kampfmutur an. We are still here and we are still fully armed. Wir kämpfen für das Evangelium. We are fighting for the gospel. Wisst ihr, im Himmel brauchen wir das nicht mehr, da legen wir das ab. You know, in heaven we do not need that anymore. We're going to put it down. Wir sind alle noch hochgerüstet. But we are still heavily armed right now. Weil wir in einer gottlosen Welt leben, die das Evangelium so dringend braucht. Because we live in a godless world that needs the gospel so, so much. Und so ermutigt uns Paulus, kämpf weiter, mach es wie ich, lauf weiter, mach es wie ich es dir gezeigt habe, Timotheus. So Paul is encouraging us and he's encouraging Timothy, continue to run and finish the race and continue to fight like I did. Und freue dich, dass dieser Siegeskranz auf dich wartet, dass Gott eines Tages sagen wird, gut gemacht, mein treuer Knecht. And rejoice that God is waiting for you to tell you someday, well done, good and faithful servant. Möge Gott uns wirklich helfen, dass wir unsere Zeit hier richtig nutzen. May God to help us to use our time here wisely. Denn wir wissen nicht, wie viel wir haben. Because we do not know how much time we have left. Was ist das Ziel eines Christen in diesem Leben? What's the goal of a Christian in this life? Jesus verkündigen. To proclaim Jesus. Das Evangelium verkündigen. To proclaim the gospel. Deswegen sind wir hier. That's why we're here. Ansonsten wären wir schon beim Vater. I mean, other than that, we would already be in heaven with the Father. Und das ist so schön, wir laufen gemeinsam und wir kämpfen gemeinsam. And that's so beautiful that we are running together and we're fighting together. Und Paulus und all die anderen großen Männer, Frauen Gottes, sind uns darin ein Vorbild, was es heißt, sein Letztes für den Herrn zu geben. And Paul and all the great men and women of God are an example to us to give everything for the Lord. Und so fangt doch heute schon an. So, why not start today? Ermutigt eure Familien oder die Leute in Gemeinde. Wie viele Leute haben wir hier, denen es nicht gut geht oder die einsam sind? Encourage your families, encourage people here in church. How many people do we have here that are lonely? Lade Leute zum Essen ein, sag ein freundliches Wort, hilf irgendeinem Nachbar, die Tasche zu tragen. Sei aktiv. Invite people for lunch, just help people out and be active. Say a kind word. Wisst ihr, Jesus hat Liebe praktiziert, er war liebevoll zu den Menschen, er war aktiv. Jesus was active. He practiced love. Und er hat Liebe gezeigt, indem er die Wahrheit gesagt hat, das Evangelium verkündet hat. He also showed love by telling the truth, by proclaiming the gospel. Beides müssen wir machen: praktisch sein in der Liebe und dass er auch die Worte sprechen. And we have to do both. We have to be practical in love and also tell the truth. Fang in deiner Familie an und dann in deiner Gemeinde und dann in deiner Nachbarschaft und auf wen du auch immer noch triffst. Start in your family, continue in church and with your neighbors and whoever you meet. Und erinnere dich daran, egal wie schwer die Zeiten sind, du kannst und du darfst Freude haben in Jesus. And remember how tough the times may be, you can still rejoice in Jesus. Und eine letzte Sache, die ich noch sagen möchte, das hat mich sehr berührt, als wir mit meiner Schwiegermama gezoomt haben. And still I still have something left to say that really touched my heart when we zoomed with my mother-in-law. Am zweiten Tag saß sie dann auf der Terrasse, wo sie normalerweise immer mit ihm gesessen hat am frühen Morgen. On the second day, after she sat outside on the porch where she used to sit with him. Und sie hat ihr Leben ganz neu Gott geweiht. And she
gave and sacrificed her life to the Lord again. Ja, ich mache weiter. Lord, I'm continuing. Ich werde weiter dich verkündigen und groß machen. I will continue to make you great and proclaim. Ich will deine Liebe zeigen. I want to show your love. Und das macht sie überall, wo sie gerade ist. And that's what she's doing wherever she is. Wir können durch schwere Zeiten gehen mit unserem Herrn. We can walk through difficult times with our Lord. Und wir dürfen ihn groß machen. Das ist unser Ziel und unser Leben. We can make him great, and that's our goal and that's our life. Lass uns beten. Let's pray. Herr, wir danken dir, dass wir Freude in schweren Zeiten haben dürfen. Lord, we thank you that we can rejoice in difficult times. Wir dürfen uns daran freuen, dass wir mit dir verbunden sind und niemals alleine sind. And Lord, we can rejoice in the fact that we are connected to you and we're never alone. Wir dürfen uns freuen, denn wir wissen, das Leiden dieser Welt wird ein Ende haben und der Himmel wartet auf uns. We can rejoice because the pain of this world will have an end and heaven is waiting for us. Das Zuhause wartet. Our home is waiting. Wir dürfen uns freuen, weil wir unsere Herzen dir ganz frei einfach ausschütten dürfen. We can rejoice because we can just open up our hearts to you freely. Wir dürfen uns freuen, weil wir uns an die Dinge erinnern, für die wir dankbar sein dürfen, die du uns schenkst jeden einzelnen Tag. We can rejoice by remembering all the things that you give us daily on a daily basis. Danke für diese Freude, die uns auch Frieden schenkt. Thank you for this joy that also gives us peace. Danke dir für Herrn Paulus und für all die Männer und Frauen Gottes, die alles für dich gegeben haben. Thank you for Paul and all the men and women of God who gave everything for you. Herr, wir wollen alles für dich geben. Lord, we want to give everything for you. Herr, wir wollen dich groß machen. We want to make you great. Wir wollen den Lauf vollenden. And we want to finish the race. Wir wollen diesen Kampf kämpfen. We want to fight the fight. Damit eine dunkle, eine verlorene Welt dich erkennt. To make you known to this lost and dying world. Herr, hilf uns, dass diese Worte in uns eindringen und dass wir unsere Zeit richtig zählen. Lord, help us to have these words sink into our hearts deeply and use our time well. Segne uns. Please bless us. Führe uns. And guide us. Danke.